die Stelen vom Erika Fuchshaus, der Wettbewerb, Comic-Wettbewerb vor dem Deutschen Comic-Museum mit den Stelen hier in Entenhausen, dem Wohnort von Erika Fuchs, endlich fertig geworden. Das sechste Motiv. Und jetzt und immer da, dort sehen wir quasi wie die kleinen Enten oben in den wieder hingestellten Rathausbrunnen springen wollen und sagen dann, wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr. Ein Text von Trick, Trick und Track und Erika Fuchs. Zugrunde liegt der Rütli-Spur aus Schillers Wilhelm Tell. Und jetzt und immer da, sagen die dann auch, und das kommt eigentlich aus einem Gebet. Und den Bananensprayer kennt man ja auch. In dem alten Rathaus von Schwarzenbach an der Saale befindet sich heute die Kunstgalerie. Deshalb die Banane und auch Vincent van Gogh. Ja, und hier der Richter Severin, der Donaldist, der quasi hier alles ins Leben gerufen hat. Und meine Maria hier noch kräftig am Telefonieren, am Fotografieren. Und dann gehen wir weiter. Hier sehen wir dann direkt das Rathaus mit Emil Erpel, dem Gründer von Entenhausen, wie er gerade aufgestellt wurde, von dem Team, von dem Bauhof. Der befindet sich wirklich dort, in dem ehemaligen Schloss von Schwarzenbach. Disney-Figuren waren von dem Wettbewerb ausgeschlossen, aber nicht das Auto von Donald Duck. Und dort noch eine kleine Hommage an den Stadtkämmerer, Herrn Macht. Möge die Macht mit dir sein, der immer so lange gebraucht hat, meine Rechnung zu beweisen. Und das ist natürlich Staunen. Und dann geht's weiter hier mit dem nächsten Motiv. Grübel, grübel und studier. Sprachkürze, gibt Denkwürze, Denkweite, Zitat von Jean-Paul, Johann Paul Richter, der wohnte auch in Schwarzenbach als Jugendlicher, kam später wieder als Pastor und Lehrer. Und hier haben wir auch die Flegeljahre, Quark, 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 Quark. Und auch hier der Nachtwächter. Daneben an befindet sich auch mein Känguru-Graffiti, was ich zur Eröffnung der Känguru-Comics hier im Erika Fuchshaus gesprüht habe. Die Ausstellung, die ich auch mit initiiert habe, von Marc-Uwe Kling und Bernd Kissel, befindet sich hier die Sonderausstellung bis zum 6. November 2022. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Panel. Hier Seufz, die Seufzerbrücke in Schwarzenbach. Da haben wir noch Andreas Platthaus, FAZ Feuilleton. Das Original kommt von Peter Puck höchstwahrscheinlich. Und hier an dieser Seufzerbrücke hat sich Jean-Paul nämlich immer seine Jugendküsse abgeholt von seiner Jugendliebe. Und dann kommen wir noch weiter hier zu dem nächsten Panel. Ab die Post. Dr. Erika Fuchs an ihrem Wohnhaus, dem sogenannten Summerhaus. Die Summer Feuertechnik, das war die Firma von ihrem Mann. Dort hat sie gewohnt und dort hat sie auch Donald Duck und Mickey Mouse übersetzt. Die Ruhe ist dem Weisen heilig, nur Verrückte haben es eilig. Und was war sie natürlich? Eine Sprechblasenleserin. Und Disney-Figuren waren ja ausgeschlossen, aber nicht der Geldspeicher von Dagobert Duck.